So. Das war das erste Mal, dass wir durch dieses Tor gegangen sind. War toll, oder? Hallo. So, hallo, herzlich willkommen zum 33C3 und natürlich im Besonderen herzlich willkommen hier zu unserem Sendezentrum, das in diesem Jahr in seiner vierten Iteration hier hingerendert wurde. Wir haben ein bisschen umgebaut und wollen euch jetzt mal hier vorstellen, was dieses Jahr euch hier erwartet und was wir hier so für Maßnahmen ergriffen haben. Wir, das sind Martin, Ulrike, die vor allem hier die Orga gerissen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und ich bin Tim und soll erstmal ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Mache ich auch gerne. Du hast auch ein Bild, wenn du dich darauf beziehen möchtest. Du hast es hier unten auf dem Monitor. Das ist alles so modern hier. Das ist unglaublich. Kann man das sehen? Das Einhorn ist ein bisschen im Weg, ne? Ich glaube, das Einhorn müssen wir jetzt mal kurz hier ein bisschen. Alles ist ja mobil. So ist gut. So ist schlecht. Ja, wir brauchen einen Engel, wir brauchen einen Einhornengel, der sich sozusagen um die Platzierung des Einhorns kümmert. Ja? Das sind so die Aufgaben. Einhorn. Also wenn das nicht passt, dann justiert das mal in eigener Zuständigkeit. Weil Kongress heißt ja selber machen, ne? Meckern gilt nicht. Warum gibt es das Sendezentrum? Das Sendezentrum ist hervorgegangen aus so einer Podcast-Bewegung, die es ja schon seit gut 10 Jahren in Deutschland gibt. Und wir waren schon immer der Meinung, das sind relevante Inhalte, die man auch vielleicht im Rahmen des Kongresses mal ein wenig in die Öffentlichkeit tragen sollte. Dafür haben wir diese Idee der Bühne geboren. Vor 4 Jahren waren wir mal da. Dann gab es da einen Durchgang, dann waren wir da hinten und es war irgendwie auch zu eng und jetzt sind wir hier und jetzt haben wir dieses Jahr so ein bisschen umgebaut. Wer das letzte Jahr hier gesehen hat, wird sehen, das ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Was auch noch dazu gehört, ist der gesamte Bereich hinter der Bühne. Dort sind quasi die podcast-relevanten Assemblies untergebracht, Entwickler, aber auch die Podcast-Patinnen, das sind die mit dem schönen Einhorn. Dazu werden gleich Martin und Ulrike noch ein bisschen was sagen. Habe ich noch was vergessen? Bestimmt. Das fragen wir gleich nach, wenn wir drauf kommen. Gut. Ja, wir werden also hier Programm haben. Es wird Podcasts auf der Bühne geben. Das wird alles sehr unterhaltsam sein, wie ich hoffe. So war es letztes Jahr. Warum sollte es dieses Jahr nicht wieder so sein? Und wir wünschen uns natürlich, dass ihr euch hier rege beteiligt. Wir können natürlich auch noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wir haben schon sehr viel Hilfe bekommen, aber da geht natürlich noch was. Da sage ich gleich noch was dazu. Genau. Doch jetzt erstmal zum Programm. Ich glaube, vertwittert hatten wir es schon. Diesmal ist es auch der richtige Link. Ihr findet unseren Schedule unter folgendem Link. Und zwar jeweils vom Podcasting-Tisch. Das ist ja der, der sich dort hinten, dann wo das Einhorn normalerweise steht, befindet. Es stehen auch 3 sehr gemütliche Sofas drum. Da könnt ihr euch dann einklinken in den Livestream, mithören und bei einer Live-Podcast-Aufnahme dabei sein. Und der andere Slot ist dann das Bühnenprogramm. Sollte auch im großen Kongress-Fahrplan auftauchen. Kurzfristig ist der vielleicht immer 3 Sekunden aktueller. Links haben wir schon. Okay, bevor wir jetzt zu einer kleinen Vorstellungsrunde noch kommen von euch, wer was sagen möchte, möchte ich mich erstmal noch bedanken an allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Bühne und diese Assembly hier steht. Also von allen Aufbauhelfern über das VOC, das POC, das NOC, alle OCs, die hier so ansässig sind, an alle Engel, die mitgeholfen haben und die noch mithelfen werden. Also da erstmal ein ganz großes Dankeschön und vielleicht auch mal einen ganz großen Applaus an alle, die jetzt schon mal soweit hier beigetragen haben. Danke. Und wir sind auch noch auf der Suche nach Helfern. Wir sind dieses Jahr wieder ans Engelsystem angedockt, sehr umfangreich angedockt dieses Jahr. Es gibt einen Raum Podcasting-Tisch und es gibt einen Raum Sendezentrumsbühne. Da drin gibt es verschiedene Rollen, sowohl offene Rollen für Engel aller Art, das haben wir uns dieses Jahr überlegt. Es gibt einen Infocounter-Engel, es gibt einen Backstage-Bereich-Engel und es gibt einen Helfer am Podcasting-Tisch. Da steht auch schon unsere erste Infocounter-Engel, Lynn, die ihr dann gleich am Infodesk finden werdet.
Es gibt noch Bedarf an Kameraengeln. Wir haben hier zwei Kameras, damit das VOG schöne Streams und Aufnahmen machen kann. Tragt euch da gerne ein, wer dafür qualifiziert ist für diese Rolle und confirmed. Oder auch, wer für den Videomixer confirmed ist. Der Audiomixer ist dieses Jahr wunderbar belabelt und beschriftet und fast selbsterklärend, aber nicht so ganz selbstständig zu bedienen. Deswegen gibt es da die Rolle Audiomixer-Sendezentrumsengel. Da haben wir schon ganz viele gefunden, die uns da helfen werden. Heute Abend ist nochmal ein Treffen. Also alle, die da beitragen, auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ja, jetzt würde ich sagen, geben wir das Mikrofon mal rum und alle, die hier an dieser Assembly beitragen, dass in den nächsten Tagen Programm stattfindet und was sagen möchten, bekommen jetzt genau 20 Sekunden Zeit, was zu sagen. Und dann gebt ihr einfach das Mikrofon weiter und wir gucken mal, wie weit wir kommen, bis der nächste Talk anfängt. Genau, so jetzt ist euer Einsatz. Wer macht hier eine Sendung? Hände hoch. Oder wer macht einen Podcast? Hier geht's los. Ihr könnt auf die Bühne kommen, also wir werden gestreamt. Wenn ihr auf der Bühne seid, seid ihr auch im Bild, das noch dazu gesagt. Und auch zu hören. Hallo, ich bin der Mick Snyder, ich mache heute Abend Gala Be Neat In. Eine Quizshow, kann jeder vorbeikommen. Wir brauchen noch einen vierten Publikumskandidaten, der ist immer wechselnd. Es gibt pro Frage 5 € zu gewinnen und es gibt auch Alkohol. Das zieht. 16.30 Uhr. Hallo, ich bin der Erik und ich bin hier hauptsächlich für zwei was. Einmal mache ich das Team Podcast-Tisch hinten. Da ist der Max Snyder zum Beispiel auch mit drin und der Vanilla Chief und der Rikscha Andy. Und zum anderen machen wir heute Abend noch einen Star Wars Talk zwischen um 10 und Mitternacht hinten am Tisch. Genau, am Tisch haben wir dieses Jahr auch die Möglichkeit, mit Kopfhörern mitzuhören. Wer große Klinkenkopfhörer hat, kann sich dort einstöpseln und sonst einfach akustisch mithören. Hallo, ich bin Tinova und wir sind hier gleich um 12.30 Uhr für die Formatekunde, Daniel und ich. Und wir gehören zu den Podcast-Paten in Einhorn und dort ist auch eine Assembly. Wer Fragen hat zu Podcasten, wer anfangen möchte, bitte bei uns vorbeikommen. Und es gibt auch an den nächsten 3 Tagen Podcast-Paten-Talks. Das heißt, Leute, die mit Podcasten beginnen möchten, können da mit uns öffentlich brainstormen. Und der Daniel hat noch ganz viel mehr Programm. Ja, hallo, ich bin Daniel. Wir haben zusätzlich heute Abend um 20.30 Uhr noch eine kleine Wissenschafts-Podcast-Show uns ausgedacht. Ein kleines Quiz mit einem Talk-Anteil zum Thema Wissen kommunizieren, Wissen vermitteln mit Podcasts. Ich komme mal nach vorne. Ich bin Holgi. Ich glaube an Tag 4 um 3:30 mit Tobi zusammen hier einen Realitätsabgleich machen und damit nicht nur wir alleine labern, stellen wir einen Stuhl dazu, dann dürft ihr euch hier hinsetzen und eure Realität mit unserer abgleichen oder Zeug verkaufen, was ihr nicht mehr braucht. Tag 3 übrigens, checkt nochmal den Schedule. Also Tag 3 um 2:30? Weiß nicht mehr. Tag 3, also irgendwann werden wir hier sitzen und wenn ihr dann was übrig habt, dann könnt ihr das verkaufen oder uns sagen, worüber wir euch belehren sollen. Belehren sollen. Kauft ihr das dann? Oder? Kommt, wenn ich es brauchen kann. So, wer von euch hier noch eine Show hat oder sonst was beizutragen hat, kommt nochmal bitte nach vorne. Man darf auch sitzen bleiben und muss nicht auf die Bühne kommen. Einfach aufstehen reicht auch schon. Bühne ist Bühne, los. Hallo, ich bin der Stefan. Podcasts gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es auch in Österreich. Ich bin ein Ösi bei den Biertauchern. Wir haben auch ein Podcasting-Meetup und wir schreiben auch gerade an einem Social Network für Podcasting, das sich Panoptikum heißt. Da gibt es am Tag 4 einen Lightning-Talk dazu. Danke. Hallo zusammen, ich bin Markus vom Binärgewitter-Podcast. Wir sind ein Podcast über Linux, Open Source und Technologie. Und senden übermorgen Nachmittag und installieren live auf der Bühne obskure Linux-Distributionen. Und zum Schluss wird per Applaus entschieden, welche den besten Eindruck hinterlassen hat. Dankeschön.
Mit anderen Worten, es gibt auch Porn. Roddy. Ja, ich bin Roddy. Hallo Tim. Hallo Roddy. Wir machen eine Freakshow, ne? Das stimmt. Das ist richtig. Die machen wir morgen. Da ist mal wieder einer mit dem Mikrofon vor die Box gelaufen. Ja. Ohne Rückkopplung ist ja auch nichts, ne? Morgen um 22.30 Uhr, genau. Da dürft ihr auch kommen. Und wir haben kein Konzept. Wie immer. Nee, doch haben wir ein Konzept. Wir reden über den Kongress und wenn ihr interessante Dinge erfahren habt über diesen Kongress, jetzt, heute und morgen, angeblich gibt es ja hier interessante Dinge zu erfahren, dann steckt uns das doch gerne mal, weil wir halt möglichst viel versuchen zusammenzutragen. Genau. Ne? So machen wir das. Guten Tag, mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und tue das heute Abend für die Rechtsbelehrung, wo wir klären werden, warum wir neben einer juristischen und einer natürlichen Person im Recht auch noch eine E-Person brauchen. Und morgen Abend klären wir bei der Weisheit eure Probleme, Fragen und Probleme nehmen wir gerne noch unter fragen@derweisheit.de entgegen. Bis dann, vielen Dank. Hallo, ich bin Daniela. Ich mache am 29.12. meinen neuen Podcast, Horst die Podcast, und habe mir drei Gäste dazu eingeladen und würde mich freuen, wenn ihr alle kommt und euch das anschaut. Hallo, ich bin der Henry. Ich mache normalerweise das Schmalzstullenministerium mit meinem Freund Arne, der aber nicht hier ist. Und deswegen machen wir eine Sendung der goldenen Zehen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und da soll es dann drum gehen, wie man sich im Internet verhalten soll oder vielleicht auch nicht. Und das machen wir am Podcast-Tisch und zwar morgen Nachmittag irgendwann. Danke. Genau, wir warten noch kurz, wer noch hier aus dem Dunkeln hervortrifft, was wir bisher noch nicht so gesagt haben. Also das Sendezentrum besteht im Prinzip aus drei Teilen. Zwei habe ich schon erwähnt, die Bühne und unsere Assemblies da hinten, wo ihr also andocken könnt, wenn ihr Fragen habt zu Podcasting, Produktion, was auch immer damit zu tun habt. Da sind dann immer kundige Leute und es gibt dort auch den Tisch, ein kleines Sendestudio, wo halt die ganze Zeit Podcasts jetzt ohne Bühne gemacht werden. Alles wird live gestreamt, hier in Bild und Ton, da hinten in Ton. Gibt also viele Möglichkeiten, dabei zu sein. Gibt auch ein paar schöne Sofas mit Kopfhörer, wo man dann quasi dem Tisch zuhören kann. So, weiter geht's. Nochmal probieren. Na? Hallo, ich bin der Vanilla Chief. Ich mache mit dem Frank den Countdown-Podcast, Aktuelles aus der Raumfahrt. Wir machen am Tag 4 eine Sendung von 12 bis 13 Uhr, wo wir so ein bisschen die Weltraumthemen des Kongresses besprechen und die Zeit ist um. Ich bin der Chris von Mumpitz und Glitzer und mache mit der Daniela Blickwechsel-Podcast. Um 17 Uhr sind wir da am Tisch, also wer mit uns über Themen sprechen möchte, kommt einfach zu. Ich bin der Frank, ich mache morgen um 14.30 Uhr hier mit dem Jan, den Hör doch mal zu Podcast. Der bezieht ein ganzes bisschen Gewürz aus unserem erheblichen Altersunterschied und wir wollen morgen ein heiteres Brennpunktraten machen, bei dem es nichts zu gewinnen gibt. Die Enttäuschung bricht sich Bahn, es gibt nichts zu gewinnen. Noch jemand aus dem Programm im Publikum gerade? Sieht nicht so aus. Dann? Ja, viel Spaß im Sendezentrum. Geht gleich weiter mit dem Podcast Patinnen-Talk über die Formatekunde und dann so wie im Programm ausgegeben. Viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß auf dem Kongress, auf dem Sendezentrum. Bis bald.